klar zu machen, wir sind hier und wir sind laut und wir sind richtig wütend. Was da gerade passiert, was in dieser Stadt gerade abgeht, das ist jenseits von dem, womit wir rechnen konnten, womit man gerechnet hat mit dieser neuen Regierung. Es geht nicht klar. Und während wir hier sind, während die Musik da ist, während wir auf den Fahrrädern fahren und die Schilder und die bunten Fahnen dabei haben, muss, glaube ich, ganz klar sein, wir tragen diese Politik nicht mit. Wir machen da nicht mit. Und es ist dramatisch, was gerade hier passiert, was wir live miterleben können. Fahrradfahren ist politisch. Und das ist absurd, denn es sollte es nicht sein. Es sollte eine logische Entscheidung sein, in Städten und überall Fahrrad fahren zu können und Fahrrad fahren zu wollen. Weil es das gesündeste und logischste und einfachste und günstigste und gerechteste ist, was wir so an Fortbewegungsmitteln, vor allem in Städten wie Berlin, haben. Dass die Politik... Und was jetzt gerade passiert, ist, dass man das Fahrradfahren zu einer Ideologie verklären möchte und vor allem zu einem Politikum stilisieren möchte. Und auch das machen wir nicht mit. Fahrradfahren ist keine Frage von Parteipolitik oder von Ideologie. Es ist eine Frage von Freiheit, von Mobilität und von einem freien Leben in gesunden und gerechten Städten. Es sollte nicht so schwer sein zu verstehen. Und diese Tage entflammt eine Diskussion rund um Mobilität in Städten, bei der man meinen könnte, wir sind alle zurück in den Kindergarten gegangen. Und auch da würde ich mich fragen, ob nicht selbst Kindergartenkinder besser verstehen, warum Fahrradfahren sinnvoll und gut ist für alle, als einige Kollegen, die hinter uns vertreten sind. Denn die Sache ist doch die, wenn Menschen nicht sicher und frei sein können, wenn sie Fahrrad fahren, dann können sie auch nicht frei an Mobilität im Verkehr teilnehmen. Wenn ein Verkehr, eine Verkehrspolitik, wenn eine Stadtpolitik wie die in Berlin einseitig Autos bevorteilt, werden alle in dieser Stadt bevormundet, weil wir eben nicht mehr frei wählen können, wie wir von A nach B kommen können, weil wir nicht mehr frei wählen können, wie wir die Kinder von der Schule abholen oder die Großeltern besuchen oder wie wir zur Arbeit kommen oder in die Uni oder wo auch immer hin. Solange diese Politik eine einseitige Autopolitik sind, können wir alle nicht frei sein in dieser Stadt, können wir uns nicht alle frei bewegen. Das ist, was wir gerade hier erleben, ist eine Frage von Freiheit, ist eine Frage von Sicherheit. Und auch das ist etwas, womit die Herren und Damen dahinter uns ja eigentlich in der Regel ganz gerne um die Häuser ziehen. Es ist absurd. Zuletzt, ihr habt es mitbekommen, hat man entschieden, in Neukölln unter anderem an der Jugendsozialarbeit zu kürzen, um 22 Millionen Euro im Haushalt einzusparen. Gleichzeitig hält man an der teuersten Autobahn Deutschlands fest, an der A100, die seit den 60er Jahren geplant wird und 700 Millionen Euro kosten soll, nebenbei die Klimakatastrophe voranbringt. Und ich glaube, es gibt selten Momente, wo so deutlich ist, warum Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zusammenhängen, warum es keine Gegensätze sind, sondern warum die hinter uns probieren, es gegeneinander auszuspielen und wir heute auch hier sind, um ganz klar zu machen, wenn wir Menschen, egal wie arm, wie reich, wo sie herkommen, wo sie leben, wenn wir sie ernst nehmen, wenn alle Menschen die gleichen Rechte haben sollen, dann müssen wir eine Politik haben, dann müssen wir eine Politik einfordern, die das ernst nimmt, die das umsetzt und nicht immer und immer und immer wieder Politik für fossile Profite macht, für fossile Maschinen und für stehende, parkende Autos gegen Menschen und vor allem auf Lasten, auf Schultern derjenigen, die am allerwenigsten zur Klimakrise beigetragen haben und die am allermeisten von uns allen beschützt werden müssen. Und es gibt ein letztes Argument, das wird angeführt, das ist die pendelnde Krankenschwester. Wenn wir von Fahrrädern sprechen, dann sprechen wir für eine Sekunde über das Fahrrad und dann geht es sofort zur Krankenschwester. Und da habe ich gute Nachrichten für euch.
Meine Mutter ist eine pendelnde Krankenschwester. Und wisst ihr, was da abgeht, was meiner Jugend ausgemacht hat, wie ich meine Mutter erlebt hat? Frühschicht nach Frühschicht nach Frühschicht musste sie mit dem Auto fahren. Es gab nicht die Möglichkeit mit dem Rad oder mit dem ÖPNV. Und das Belastende an all dem, das Belastende für sie um 4 und 5 Uhr morgens, war die Tatsache, dass sie noch bevor sie ihre Schicht angefangen hat, morgens im Stau stand. Alles andere als frei, alles andere als entlasten, alles andere als eine gute Bedingung, um irgendwann dann im Krankenhaus die Schicht anzufangen. Und was heißt das übersetzt? Wenn die Fahrradwege da sind, wenn der ÖPNV ausgebaut wird, wenn eine Verkehrspolitik gerecht wird und frei und sicher, dann profitieren alle. Und dann profitieren auch diejenigen, die weiter Auto fahren müssen. Denn die stehen eben nicht im Stau. Die Straßen sind auch für sie freier. Und sie wissen auch, egal wie gestresst ich morgens bin, ich weiß, dass ich eine Fahrbahn habe, auf der eben nicht von rechts und links irgendwelche Fahrradwege reinkommen. Ich gefährde mit meinem Auto nicht andere Menschen im Straßenverkehr. Und auch das ist etwas, was Menschen verdient haben, was Menschen dieser Stadt, in jeder Stadt überhaupt fühlen dürfen können. Auch das ist gerechte Mobilitätspolitik. In Berlin hat man über ein halbes Jahrhundert einseitig Autopolitik gemacht. Und das heißt, wenn man jetzt gegensteuert, natürlich wird man einseitig gucken müssen, wie kann man Platz und Freiräume schaffen für alle Menschen, die eben gerade nicht Auto fahren. Das ist nichts Bevormunden, das ist das nichts Bevorteilen, das ist Gerechtigkeit. Und ehrlicherweise, die fossile Autolobby in diesem Land hat Glück, dass wir nur Gerechtigkeit wollen und keine Rückzahlung, denn dann würde es hier ganz anders aussehen. Was wir gerade erleben in dieser Stadt, ist absurd. Man kann es nicht erklären. Ich bin heute Morgen mit dem Bus aus Dänemark hierher gekommen und ich kann euch sagen, Dänemark hat niemand verstanden, was ich Ihnen über die Berliner Verkehrspolitik erklären wollte. Es ist irre, es geht gerade durch die Welt, es ist in den internationalen Medien, Menschen gucken auf Berlin und können es nicht fassen. Bisher gucken Sie auf die Politik, die hinter uns gemacht wird, die parkende Autos bevorteilt, die am stehenden Auto mehr Recht gibt als ein Kind auf einem Fahrrad. Bisher. Aber in genau diesem Augenblick ändern wir das. Und genau diesem Augenblick ändern wir die Geschichte, die wir hier gerade alle zusammenschreiben. Denn es wird nicht länger diese Politik sein, diese Rückwärtspolitik, diese Autopolitik, diese Anti-Sicherheits- und Anti-Freiheitspolitik, die im Zentrum steht. Sondern es sind wir alle und viel mehr Menschen, die dagegen kämpfen, die sagen, wisst ihr was? Ihr macht ernst, wir auch. Wir tragen diese Politik nicht mit. Wir werden nicht stumm zugucken, wie man uns den Raum nimmt, der uns allen zusteht, wie man uns die Rechte und die Freiheit und die Sicherheit nimmt, gerade für diejenigen, die am wenigsten geschützt sind. Wir gucken da nicht mit. Und wie wir heute hier zusammenkommen, wie wir in der ganzen Stadt auch schon in den letzten Wochen da waren, haben wir eins ganz klar gemacht. Hier hinter uns wird nicht einseitig entschieden, wie diese Zukunft der Stadt aussieht. Diese Entscheidung fällen wir alle zusammen. This is what democracy looks like. Und man würde meinen, eine Verkehrspolitik für alle, in der jeder Mensch, egal in welchem Alter, egal wie er oder sie oder man sich fortbewegt, sei eine Selbstverständlichkeit. Das ist sie neuerdings nicht mehr. Okay. Aber dann müssen Sie mit uns rechnen und verstehen, dass wir hier sind, dass wir hier bleiben, dass wir laut sind, dass wir laut bleiben und dass für uns ganz klar ist, wir kämpfen für diese Stadt, wir kämpfen für den öffentlichen Raum, für die Sicherheit, für die Freiheit von uns allen und wir machen ganz sicher keine halben Sachen. Dankeschön. Bei denen ich hoffe, dass sie wirklich noch hier stehen bleibt, denn die Zahl wird immer noch weiter ermittelt. Wir haben noch vier weitere große